So, also nach Hause und die Sämaschine auffüllen. Die kleinen Ortsverbindungswege, finde ich, sind einfach gelungen. Sind toll mit anzuschauen und sind auch gut angelegt. Ah, da kommen wir sogar direkt hinten bei unserem Hof raus. Glaube ich. Perfekt. So, jetzt muss ich nur finden, wo ich die auffüllen kann. So, gut, schon voll. Ging ja flott. Jetzt noch Saatgut. Gestaltet sich ein bisschen schwerer. Kein Saatgut hier drin? Doch. Warum geht es denn da nicht rein? Hallo? Okay, müssen wir mal kurz die Hilfe anmachen. Manuelles Aufladen. Ah, Plane öffnen vielleicht. Was ist denn hier los? Jetzt. Platte öffnen. Warum soll ich denn die Platte öffnen? Ich will ja nichts einlagern. Lagern. Ah, jetzt. Okay. Gut. Haben wir geschafft. Mission complete. Können wir das wieder umstellen hier? Oh, das Pferdchen hoppelt aber schön.
stehen geblieben. So, das Feld hier rechts gehört uns auch noch. Wie ist es hier? Das müssen wir auch noch besäen. Und düngen und pflügen und weiß was ich weiß. Ja, wir kümmern uns jetzt erstmal um das andere. Ich hoffe mal, ich bin auf dem richtigen Weg. Weil das ist ja hier leicht, sich zu verfahren. Also nach rechts. Ich glaube, das war links. Ich glaube, das kommt nach dem kurzen kleinen Waldstück hier. Jawohl. So, dann kümmern wir uns mal ums erste Säen. Und ich glaube, wir nehmen auch einfach Weizen. Wir gehen jetzt einfach mal alle Felder mit Weizen besäen. Dann wird es schon alles gut gehen. So, das Säen auf diesem Feld ging relativ flott. Wir haben ja eine große Sämaschine. Was für mich natürlich Neues ist, dass die Saat und der Dünger abgezogen werden. Sonst habe ich für sowas immer Helfer beauftragt. Eieiei. Aber den musste ich dann, da musste ich auch immer die Düngekosten und so tragen. Ich bin mal gespannt, was das für eine Auswirkung auf unser Budget hat, dass wir weniger Helfer benötigen. Oh, Scheiße. So, wir fahren wieder den gleichen Weg nach Hause, wie wir hergefahren sind. Das wird am einfachsten sein. Das sieht auch am besten aus. Sieht so aus, als wüssten wir, wo wir hin müssen. Oh, wir hätten da rechts fahren können. Aber ich glaube, ich mache dieses Feld hier als nächstes. Weil, dann haben wir nächstes Mal nicht so einen weiten Weg. Aber mir fällt gerade ein, wir sollten mal nach unseren Schafen gucken. Ja, wir wollen es ja sauber haben. So.
will gar nichts weggehen. Okay. Sorry. Und dann halt nicht, dann gucken wir mal gerade. Okay. Ah, die haben 100.000. Das müsste eine Weile reichen. So, dann fangen wir mal zu Feld Nummer 6. Und dann, ja, flüge ich mal wieder eine Weile. Ich lasse euch noch ein bisschen dabei, aber ja, ich werde euch auch gleich wieder rausnehmen. Und dann gucken wir mal. Für das Feld werde ich ein bisschen länger brauchen, das ist auch deutlich größer. Deshalb war ja mein Gedanke, ob wir nicht gleich einen großen Pflug hätten kaufen sollen. Aber jetzt ist es erstmal so. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Also, bis gleich. So Leute, also ich muss sagen, es dauert mir viel zu lange, bis ich dieses Feld hier abgeerntet habe. Beziehungsweise, Quatsch, was heißt abgeerntet? Gepflügt habe. Und deshalb werden wir jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Zeug verkaufen. Und dann werden wir uns den größten Pflug holen, den es gibt. Weil es ist sonst. Oh Gott. Ich bin jetzt schon eine halbe Stunde oder so dabei, dieses doofe Feld zu pflügen. Da brauche ich sonst noch eine Stunde. Das ist mir einfach viel zu viel Aufwand. Deshalb holen wir jetzt kurz die Kipper, hauen dann nochmal Raps rein, verkaufen das Zeug. Und dann wird die ganze Sache nämlich ein bisschen schneller vonstatten gehen. Ups. Der Raps ist dann auch gleich leer. So.
ist das dann auch ganz geschickt. So. Dann müssen wir nur noch kurz gucken, wo der gerade teuer ist. Wieder beim Landhandel. Dann ist ja gut. $3.700 ist zwar nicht mehr so viel wie vorher, aber ist trotzdem noch ordentlich pro Tonne. Kriegen wir einen ordentlichen Ertrag. Der hier hat Öffnungszeiten, deshalb sind hier auch Schranken dran. Muss man gerade mal gucken. 7 bis 22 Uhr. Oh, ja, das ist aber. Ist aber lang. Nee, das wollte ich nicht. Hä? Jetzt. Nein. Oh, durch jedes Absetzen sinkt nämlich der Preis. Ja, warum lädt der jetzt hinten ab? Der war vorhin anders eingestellt. Naja. Egal, wir haben es verkauft. Sache jetzt nur ist, wir müssen den großen Traktor nehmen. Also das heißt den Valtra. Und der hat halt eine ganze Arbeit. Aber sonst ist es wirklich hier mit der Feldgröße gar nicht zu schaffen. Beziehungsweise nur mit viel, viel Zeitaufwand. Wir wollen ja effektiv unsere Landwirtschaft betreiben. So. Den kleinen Pflug gleich mit. Weil den können wir gleich wieder verkaufen. So macht das am meisten Sinn. Ja, solche Sachen muss man eben einfach ausprobieren und dann merken, scheiße, war wohl nichts.